Ja, hallo und willkommen zurück zu Splinter Cell Blacklist hier bei Outsider Gaming auf YouTube mit Bugs Benz und Terence Fail. Hallo Terence. Fail. Das. Gestern, hallo. Du lässt dich immer leicht durcheinander bringen, ha? Bitte? Du lässt dich immer leicht durcheinander bringen. Naja, das war jetzt eigentlich okay. Hab ich gut überspielt eigentlich, unsere Fanbase im Hintergrund. Die haben da hinten jetzt gejubelt quasi. Bugs Benz. Terence Fail, buh! Na. So. Ja, also ich würde sagen, wir starten jetzt einfach los und probieren jetzt diese Mission endlich in die Finger zu kriegen, beziehungsweise dass wir die mal erfolgreich abschließen können. Und das versuchen wir jetzt zu machen und wir werden höchstwahrscheinlich scheitern, aber klopfen mal auf Holz, dass es passt und dann schauen wir mal. Also ich würde sagen, ich bin bereit. Ich bin bereit. Start! Psst, ruhig sein, sonst versteht man nichts. Nicht viel, an dem man sich orientieren könnte. Wo geht's lang? Grim? Grim? Ich markiere drei mögliche Ziele auf euren Opsets. Ihr werdet sie abklappern müssen. Sagt mir, dass hier keine Minen liegen. Würde ich gerne, aber seid lieber vorsichtig. Ja, okay. Nimm ihn rechts. Okay, okay. Oder? Was rechts? Ja, passt. 3, 2, 1. Feind neutralisiert. Sehr gut. Juhu! Schaffst du am vorne? Freilich Front. So, dann start die gleich wieder nach unten. Jawohl, start nach unten. In deinem Sektor gibt es verdächtige Aktivitäten. Dreh deine Tür, da Hund da. Hab den Aktenschrank gefunden, ich suche ihn. Zum 10. Mal, ja. Gibt sich ein Problem mit der Kamera. Lautloser Kill. Du hast mich umgeschossen. Bitte? Der, was oben gestanden ist auf dem Ding, oder was? Ja, genau. Ja. Ich hab mir gedacht, das ist ein Weibchen. Dabei ist das gar kein Weibchen da. Ein Weibchen? Ja, ein Weibchen, das hat jetzt so ausgeschaut. Das hat mich so angesehen, wie ein Weibchen. Wie mich Weibchen halt so ansehen. Mit lüsternem, wollüstigen Blick. Ja. Meinst. Freilich. Marke und Modell stimmen mit dem Fahrzeug des DCS-Agenten überein. So, was denn? Ja, sicher. Da war rot. Da müssen wir schauen, den Juggernauten. Oder die gepanzerte Einheit da. Also ein Helm konnte am runterschießen. Und das halt, kannst du dann voll draufhalten? Na, jetzt geht er weg. Ja, nachher dann, warte, jetzt kommt zu mir, Oma. Dann schauen wir mal. Na! Was? Sollen wir da machen, oder? Ja, warte mal, ich muss weiter zu. Gut. Sag's mal dann einfach Bescheid. Boah, versteck dich. Versteck dich. So, gut. Ist er rot bei dir? Na, schieß mal im Helm, aber. Oder? Na! Ziel ist neutralisiert. Ja, der ist gleich hin, geht auch. Aha, gut. Ja, wenn das so geht. Gut, dann. Ja, dann geht das so. Dann schauen wir mal zu Hexen Sniper. Vielleicht erwischen wieder schön. Ich hab da markiert, gell? Sehr brav, danke. Dabei! Boah, der sieht mich. Wieso sieht er mich? Unangenehm. Was zielt er auf die? Irgendeiner hustet da. Was tut er? Jetzt geht schon, komm. Sehr schön. Gut, dann haben wir den erledigt. Dann mache ich das einmal, die Akte da. Ja, ich schau mal, ob wir den Typen holen kann da. Ja, du könntest das mal markieren. Achso, dann müssen wir jetzt zu zweit auf. Achso, der oben, oder? Ja. Den war ich schon letztes Mal. Noch ein Ziel und es geht wieder nach Hause. Bereit, so. Wenn du es bist, Breaks. Teamkamerad wartet. Wo wartet er denn? Da drüben? Ja, gemeinsam klettern, was da? Ja. Also auf der Seite, meinst du? Genau. Dann machen wir das doch. Komm schon. Machen wir weiter. So. Komm auf, ey. Hüft dann auf. Komm schon. So.
Sind wir da mal oben? Dann machst du wieder den, oder? Ja, wenn ihn erwisch. Ja, ich denk schon. Wo ist er denn, die Drecksau? Wow. Bisschen Druck. Ich verschanze mich da ein bisschen in diesen Gemäuern und Geschachte. Bin ja ein vorzüglicher Schachspieler, ne? Unbedingt, ja. Ein Schachgenie quasi. So wie schaust du aus, ja. Wie der Walter Schach, ne? Wer den kennt. Jetzt, halt an. Ist deins. Sehr gut. Liefer mir bloß keinen Vorwand. Sehr schön. Super Sach. Ist schon meiner. Gute Arbeit, Sam. Der Transport ist unterwegs, sehr gut. Jetzt müssen wir nur noch schauen, da haben wieder zwei Juggernauts drin, gell? Wenn wir zuerst einmal da durchkommen. Okay. Oh. Mama mia! Warum kann man die nicht eintreten? Na! Jetzt hat er unten durchgeschaut, ja, verstehst? Ich hab's gesehen. Nein, ist aber eh nützlich, weil wer weiß, was hinter der Tür ist, ne? Ja, hinterm Zaun, verstehst? Das kann man ja nicht wissen, was da dahinter ist, ne? Also, es geht schon wieder mal super los. Naja, was will man machen? Ich hab nur mal eh gesehen und hab einfach eh gedruckt. Naja, schade, aber. Aber was willst du machen? Wo ist der dritte? Ich glaube, der ist entweder in einem Heisel drin. Oder da hinten. Ah ja, okay. Ziel neutralisiert. Sehr gut. Dankeschön. Immer. Weil da bin ich mich ein bisschen verschossen. Also ich habe mich quasi nicht verschossen in den, sondern ich habe mich verschossen, was ihn betrifft. Ja, du verschierst immer alles gleich einmal, gell? Ja, das macht ja nichts. Gibt sich ein Problem mit der Kamera. Ich suche ihn. Kamera oder Kamera? Oder Camaro. Ja. Oder so. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Der Hund sprintet vorbei bei den Bomben, Alter. Du oder wie? Ich glaube, ja. Dass eine Autobombe genügt. Marke und Modell stimmen mit dem Fahrzeug des DCS-Agenten überein. So, da lei. Jetzt schon schießen gleich weg. Wen denn, Juki? Ja. Hat ja nicht so funktioniert. Ah, doch. Sicher. Klick gehabt auch noch. Hast du den dritten auch schon? Sicher, alle schon weg. Sehr gut. So. Den Sniper. Der Sniper. Schauen wir mal, ob wir das schön machen können da. So. Weißt du die Akte? Sehr gut. Rim, ich scanne die Unterlagen. Ja, dann mach das halt. Dann scannst die Unterlegichen halt. Hab ich gemacht. Super Sach. Hab ich gemascht. Gemascht oder was? Gemascht. Bist du jetzt unter die Stricker oder unter die. In Ordnung. Unter die Heckler gegangen? Ja, gemascht, ein Marsch und zwei Marsch und drei Marsch und durch. Ja, und dann bist du am Arsch, weißt du? Da kannst du nichts machen, weißt du? Kannst du nichts machen, sagt Junge Maiglöckler, ne? Ja, Junge Maiglöckler, da kannst du nichts machen. Wo sich mir natürlich die Frage stellt. Wow! Ob ich da nicht einfach probieren könnte?
Ist schon meiner, ist schon meiner. Sehr gut, ich hab's quasi gehört. Was? Achso. Jetzt habe ich gelesen, Hauptziel ist tot. Achso. Nein, so weit ist zum Glück noch nicht. Ach, wenn man da ein bisschen bessere Sicht hätte, wäre natürlich auch nicht schlecht, gell? So, bitte druck nicht E. Ja, schau, aber oben halt. Ja. Ah, geht eh? Ja, eh. So. Dann geh ich wieder da rauf, weil du bist auch gefährlich, ja? Was denn? So, ich schau mal, dass ich da die Fenster aufmache. So, wenn der jetzt da reinkommt, dann könnte man den holen, wenn er sich zum Fenster stellt. Ich schau mal rauf. Ja. Snipeli ist eh weg, der andere ist unten, oder wie? Warte mal. Hoffentlich, oder der rennt drüben ein bisschen herum wahrscheinlich. Der andere ist da unten. Okay. Ja, den kann ich noch nicht markieren. Okay, der spaziert jetzt darüber. Hm, okay, der ist jetzt runtergegangen, oder wie? Ja, warte mal. Ja, wäre gut, wenn wir die eliminieren, weil dann können wir nicht mehr in Ruhe agieren da. Und wieder versuchen, dass wir vermeiden, dass wir in Laser einrennen. Nur kein Stress, nur kein Stress. Nein, wir haben ja Zeit, wir haben ja Zeit. Wir haben eine ganze Stunde gebucht da in unserem Tonstudio Flughafen Tower. In unserer Aufnahme Outsider Gaming Lounge. So, bist du der Seilkraxler da? Ja. Der Kraxelmaxel. Jawohl, Kraxelmaxel. So, es wäre gut, wenn da einer zum Fenster kommen würde. Der andere ist da oben. Okay. Da kommt einer zum Fenster immer her, gell? Es kann leicht sein, ich weiß aber nicht, ob du es dann von unten machen kannst da. Bei mir sicher. Also nicht abschießen, sondern runterziehen, weißt du? Na! Ich breche die Mission jetzt. Alter, ich bin unterm Fenster gestanden. Ja. Ist ein Scheiß. Wie sieht man der? Ist ein Scheiß. Schade. Auf ein neues. Alle guten Dinge sind 27. Kennen wir ja. Ah, ey, da vor da. Aber dass da kein Jackpot ist, Jackpot. Checkpoint meine ich natürlich. Das verstehe ich auch nicht. Ja. Es wäre natürlich eine super Sache. Puh, der hätte mich fast gesehen. Ziel ist neutralisiert. So. Naja, das funktioniert dann mittlerweile routinemäßig. Ja. Nur, und das da unten funktioniert natürlich auch routinemäßig. Dann sollten wir halt mal versuchen, dass wir wirklich weiterkommen. Ja, aber es willst du machen. Ja, ja. Kannst du ja nichts machen. Oder wenn ich unter dem Fenster vorbeigehe, verstehst du? Naja, klar. Hoffen wir mal, dass die keine Jungs verschicken. Ziel 1 erfüllt, noch 2. Ah, geh raus oder aus der Ecken. Hey, warte mal. Da Leiter auf, ja noch. Achso? Wo da? Schau her. Da, wo du bist, oder wie? Ja. Ja, und dann? Ja, da kannst du quasi da drüben um und über die Tier und aussehen. Ah, cool. Nur wenn es hilft, ne? Wo ist denn der Hund? Das frage ich mich. Da ist kein Hund. Da bellt ja einer bei mir in der Gegend. Das war damals beim Bearbeiten schon so, da hab ich einen Hund gehört und du nicht.
Das war ein Schrei bei mir, kein Hund. Achso, ja, bei mir war ein Hund. Du Hund, du. Ja, wirklich. Tatsache. Den hast du schon gemacht, oder? Der da oben steht, ja. Ziel ist erfasst. Achso. Geht bei mir nicht. Nein, nicht. Außerdem wäre es auch sinnlos, den gemeinsam ausschalten da. Den kannst du machen, wenn du willst. Passt sogar besser, wenn du hinkommst. Sehr gut. Immer. So, kommst du zu dem auch hin? Ja. Gut, dann schieße ich an meinen Helm aber. Ja. Jetzt. Oh, scheiße. Schade. Ich muss diese Mission leider beenden. Ja, ja, mach das, dann evakuier uns halt. Meine Güte, na. Meine Güte, na, ist schon wieder so ein Best-of-Satz. Güte, na, meine Güte, na. Meine Güte, na.